ersten Open Business Lunch in Basel. Ich stehe heute hier in Doppelrolle. Und zwar einerseits als Mitarbeiter, Software Engineer der Basel-Versicherung und andererseits als zukünftiges oder NSC-Vorstandsmitglied bei der CH Open. Und eben das ist der Link zwischen uns, weshalb wir gesagt haben, lass uns doch das Thema Open Source mit regelmäßigen Events hier nach Basel holen. Und wir werden das in diesem Jahr so tun, dass wir fünf dieser Business Lunches aufbauen werden. Ja, das ist der erste, das war die Auftaktveranstaltung. Sehr schön, so viele von euch begrüßen zu dürfen. Und ich möchte gleich ein bisschen Werbung machen für den nächsten, der da kommt. Denn der nächste, da werden einfach wir oder ich werde ein bisschen was erzählen, was hat eigentlich eine Versicherung mit Open Source zu tun und wie ist da der Link? Wie ist der Link zu konkreten Technologien wie Postgres? Oder als wie ist auch der Link zu relativ konkreten Visionen, die soziale Kompetenz in der Beziehungsbranche an der Stelle gibt. Ja, das wird in kleine wie große Themen. Das ist, wie man schon irgendwie sich anschauen möchte oder sich dafür anmelden möchte, da wäre der Link hinterlegt. Ansonsten kurz zum Zeitplan, den wir natürlich schon gerissen haben. Ist nur so Pi mal Daumen. Ich werde ungefähr auch eine Zeit geben, zuzuhören, um eine Frage zu stellen und um das Thema The Elephant in the Enterprise. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Sponsoren der Session, an dich und auch an DBI. Und im Anschluss werden wir den Standort wechseln. Wir mit der Einnahme festgestellt, wir bauen hier und da um. Wir bauen und wir bauen um. Von daher können wir zurzeit nicht bei uns in der Kantine zum Mittag essen, sondern wir gehen in die Markthalle. Weiß jeder ungefähr, wo die Markthalle ist? Okay. Die Markthalle ist. Das ist ein schöner Zustand. Also, wir sind aktuell hier, wir gehen nachher natürlich auch raus, weil unsere Orientierung da ist. Wir gehen nachher hier raus, gehen zurück zum SBB und dann rechter Hand in die Markthalle, ungefähr 27 Minuten zu Fuß. Ja. Und quasi hier der Tag geht nochmal weiter um 13 Uhr, also wir feiern so an, so gegen 13 Uhr mit dem Mittagessen durch zu sein. Die Markthalle ist recht groß, wer noch bleiben möchte, sicher auch schon möchte. Genau. Vielen Dank für Sponsoring vom Mittagessen, wollte ich an der Stelle noch sagen. Also jeder, der sich angemeldet hat, hat sich hier noch nicht angemeldet. Ist jetzt hier von der Beratungsmaschine und hat sich nicht für das Event angemeldet. Eins, zwei, okay. Wir haben noch fünf beim Mittagessen. Ihr könnt auch mitkommen, wenn ihr mögt. Und zum Austausch, wunderbar. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich auch gar nicht viel mehr Zeit verlieren. Es sei denn, es gibt irgendwelche Fragen zum Abo. Und da bin ich gespannt auf den Elefant hier im Raum, oder hier im Gebäude, der irgendwie sich im Untergrund in diverse Organisationen zurzeit reinbuddelt. Und da bin ich gespannt auf den Input. Gut, schön, dass ihr alle da seid. Thema, soll ich zumachen? Ja, ich mach. Thema: The Elephant in the Enterprise. Ich sag gleich, es gibt keinen technischen Vortrag. Es soll mehr ein bisschen erklären, wie funktioniert die Community. Also speziell, wenn man vielleicht aus der Oracle- oder der IBM-Schiene kommt, ist das halt schon ein bisschen anders. Wie man das auch einführen kann im Unternehmen. Und es gibt einige Punkte zu beachten. Wenn Fragen sind, bitte jederzeit. Ansonsten auch am Ende oder in der Markthalle oder wie auch immer. Gut, wenn ihr mehr über DBI wissen wollt, da hinten sitzt der Jan. Ich bin nicht so der Marketingmensch. Fragt ihr einfach ihn. Zu mir sage ich auch nicht so viel. Einfach zuhören, wäre mir am liebsten. Kurz Werbung. Es gibt in der Schweiz eine Postgres User Group. Das ist die Adresse. Der Tobias ist da zum Beispiel vertreten. Es wäre schön, wenn ihr uns unterstützt, also wenn Interesse da ist für Postgres in der Schweiz. Es gibt diverse Anlässe. Heute Abend zum Beispiel hier bei der Baluas ist einer. Es gibt auch den Schweizer Postgres-Tag, da komme ich gleich noch drauf. Wir sind seit kurzem auch auf Meetup, um da ein bisschen sichtbar zu werden. Also ihr könnt uns auch da folgen, an irgendwelchen Events teilnehmen. Merkt euch an, die Folien werden ja geteilt, nehme ich an. Ne? Also die URLs sind alle drin. Kurz eben im Juni, der große Schweizer Postgres-Tag, das ist die Konferenz in Rapperswil, ein bisschen hinter Zürich. Dieses Mal zum ersten Mal 1,5 Tage mit Social Event am Abend. Also wäre schön, wenn da Leute kommen. Es gibt einen Haufen spannende Vorträge. Und die letzte Werbefolie im Mai noch in Stuttgart wäre die deutsche Postgres-Konferenz. Die ist nur einen Tag. Auch dort internationale Sprecher, auch wirklich Leute, die am Source Code mitarbeiten, kann man sehr, sehr viel austauschen.
Gut, das ist die Agenda. Mir am wichtigsten ist Punkt 1, dass man wirklich versteht, wie die Community funktioniert. Wer war denn heute Morgen an dem Vortrag von dem Herrn von der SBB? Da ging es ja viel um Selbstverantwortung und Selbstgestaltung. Und die Postgres Community funktioniert eigentlich gleich. Jetzt sage ich es dann vielleicht noch mit ein bisschen anderen Worten, aber es sind mehr oder weniger die gleichen Themen. Dann gehe ich kurz ein auf ein paar Enterprise Features. Ich meine, die kann man nicht alle aufzählen. Das wird den ganzen Tag füllen. Wir schauen kurz, was gibt es denn noch um Community Postgres drumherum. Da gibt es einige Sachen, die aus Community Postgres oder um Community Postgres entstanden sind, die man einsetzen kann, je nach Bedarf. Ganz wichtig, auch bei allen Open Source Projekten, denke ich, wie komme ich an Support? Also was muss ich tun, wenn ich ein Problem habe? Am Schluss noch ein paar Best Practices, wobei das ist mehr Prosa, das ist nicht technisch. Und klar, am Schluss dann die Conclusion. Deckt das sich ungefähr mit dem, was ihr erwartet? Gut. Wie funktioniert Postgres? Das vielleicht Allerwichtigste an Postgres ist die Postgres-Lizenz. Das ist mehr oder weniger diese da. Sprich, ich kann tun und lassen, was ich will. Also im Gegensatz zu anderen Open-Source-Lizenzen kann ich auch hingehen, aus Postgres mein eigenes kommerzielles Produkt bauen, wie das zum Beispiel eine Amazon macht oder wie das eine Netezza macht, und das dann gegen Gebühr vermarkten. Das ist absolut erlaubt, da hat keiner was dagegen. Sprich, es ist auf dem Markt die liberalste Lizenz, die es überhaupt gibt. Ich kann wirklich tun und lassen, was ich möchte. Ich kann es einmal installieren, 10.000 Mal installieren, ich kann es verändern, ich kann neue Sachen draus bauen, kein Problem. Okay, ganz wichtig. Die Frage, die immer wieder kommt, was passiert denn, wenn jetzt eine Oracle eine Postgres kauft? Antwort ist, das geht nicht. Das ist schlicht unmöglich. Es gibt keine Firma Postgres, das ist ein reines Community-Projekt. Es ist schlichtweg nichts da zum Kaufen. Das kann einfach nicht passieren. Also eine Oracle oder eine IBM könnte jetzt wohl hingehen und alle Firmen aufkaufen, die irgendwelche Leute angestellt haben, die an Postgres arbeiten. Das ist allerdings sehr, sehr unrealistisch. Ist nicht machbar. Hier steht es nochmal, Non-Commercial, All-Volunteer, ein wirklich freies Softwareprojekt. Das hat allerdings auch die Konsequenz, dass es keine offizielle Roadmap gibt. Es gibt da unten zwar den Link, da könnt ihr mal draufschauen, da steht dann gar nicht viel drin, da steht mehr oder weniger drin. Wir folgen dem, was die Entwickler für wichtig erachten. Das ist die Roadmap. Also erwartet nicht irgendwelche Marketingfolien, wie bei den anderen großen, wo draufsteht, nächstes Jahr bringen wir das. Das wird es nicht geben. Ich zeige aber gleich noch, wie ihr trotzdem reinschauen könnt, was denn momentan passiert. So, auch eine wichtige Sache ist, auch eine Community braucht ja Geld. Also auch ein Postgres braucht irgendwie Geld, weil Leute dran arbeiten, es braucht irgendwelche Serverinfrastrukturen, es braucht eine Webseite und so weiter. So, wie funktioniert das? Es ist relativ einfach, wenn man das Prinzip mal verstanden hat. Es gibt diverse Firmen auf der Welt, hier sind ein paar gelistet, da gibt es aber jede Menge mehr. Die stellen Leute an, die machen nichts anderes, als am Postgres-Projekt zu arbeiten. Zum Beispiel eine EnterpriseDB, eine VMware, Red Hat ist glaube ich nicht mehr aktuell, aber die hatten auch mal Leute, eine Second Quadra, eine Fujitsu. Entity ist ganz groß in Japan, die ein riesengroßes Open Source Center haben. Auch die sind dann Postgres beteiligt. Und das Ziel ist dann, oder wie funktioniert das? Jede Firma hat natürlich ihre eigenen Interessen. Zum Beispiel Partitioning soll rein oder parallele Verarbeitung von Queries. Und irgendjemand treibt das dann. Und wenn die Community sich dafür entscheidet, das reinzubringen, gewinnt am Ende jeder. Das ist so, wie Postgres prinzipiell mal funktioniert. Und vor allem, wie das Geld reinkommt. Man kann natürlich auch hingehen und spenden. Aber der Hauptteil funktioniert natürlich so. Also irgendwelche Firmen stellen Leute an, die an Postgres arbeiten. Das sind nicht irgendwelche Überzeugungstäter, die abends in der Bar zocken und nichts anderes zu tun haben, als an Postgres zu arbeiten. Die werden schon bezahlt. Fragen soweit? Ja. Dann geht der Entscheidungsprozess, das ist natürlich schon... Komme ich noch dazu? Komme ich noch dazu. Wenn ich spenden würde, ja. An wen will ich spenden? An eine der Unternehmen oder gibt es auch eine Entität, der... Nein, du spendest nicht an die Unternehmen. Du könntest zum Beispiel an Postgres Europe spenden. Das ist die europäische Dachorganisation. Du könntest auch direkt an die Schweizer Postgres User Group spenden, aber nicht an Firmen im Normalfall.
Ja. Wie ist es mit Universitäten, Akademie? Ist da auch viel Aktivität oder sind lauter Firmen dort? Da musst du vielleicht mal Tobias fragen, weil der in dem Umfeld arbeitet. Ich bin da nicht so. Also es gibt Aktivität, aber ich vermute mal, Daniel, du wirst noch darauf eingehen, diese Prozesse sind relativ langwierig. Und von daher ist es in dem relativ schnelllebigen akademischen Umfeld unattraktiv, eine Diplomarbeit, eine Masterarbeit, whatever, zu dem Thema zu machen, weil man schafft es nicht in der Regel innerhalb von der gegebenen Zeit, irgendwas wirklich durchzubringen und reinzubringen. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das zumindest im Bereich der Studierenden nicht so populär ist. Aber es gibt durchaus Universitäten, die durchaus Forschung liefern, theoretische Paper und längerfristig da sich kommen. Okay. Gut, nochmal ganz kurz zurück zur Roadmap. Ich habe ja gesagt, es gibt keine offizielle, gibt es auch tatsächlich nicht. Ein paar Firmen haben mal probiert, ihre persönlichen Roadmaps auf dem Postgres-Wiki zu veröffentlichen. Ihr seht aber schon an den Jahreszahlen, das hat sich dann relativ schnell wieder erledigt, weil es einfach nicht machbar ist. Also das ist wirklich ein entwicklergetriebenes Produkt. Also die können lang hingehen und sagen, wir wollen das und das Feature drin haben. Wenn am Schluss über die Diskussion nicht rauskommt, jawohl, wir haben das, dann steht es halt auf der Webseite, aber das war es dann auch. Genau. So, hier nochmal das Wichtige, es gibt keine zentrale Stelle, die das Projekt steuert. Gibt es schlichtweg nicht. Es ist die Community, die das treibt. Was es gibt, ist ein sogenanntes Core-Komitee und es gibt natürlich Committer. Also nicht jeder darf da irgendwas reinkommitten ins Git-Repository. Das ist eine begrenzte Auswahl, die, glaube ich, jedes Jahr in Ottawa an der großen Konferenz wird die Liste erweitert, reduziert oder wie auch immer. Und das Core-Komitee selber, das ist mehr so ein administrativer Teil. Also was passiert, wenn es Streit gibt in der Community, wenn es um irgendwelche Release-Daten geht. Das sind eher so formale Gruppen, die einfach da sind, um gewisse Sachen handeln zu können. Aber die haben jetzt keinen Einfluss auf das Projekt selber, wie es in welche Richtung es geht. Muss man einfach wissen, die gibt es. Es gibt die Committer und es gibt das Core-Komitee. Wichtig ist, jeder kann teilhaben. Da komme ich dann gleich noch drauf. Also ihr alle, wenn ihr denn wollt, könntet mitmachen. Das war relativ einfach. So, wer ist die Postgres Global Development Group? Einfach gesagt sind das weltweit einfach alle, die am Projekt mitarbeiten. Das Bild hier ist von 2015. Mittlerweile sind schon einige mehr, denke ich. Ich bin immer schlecht in Zahlen schätzen, aber es werden so, weiß nicht, 60, 70 Leute sein. Wenn man so die Mailinglisten ein bisschen verfolgt, das wächst jedes Jahr. Und zwar extrem. Also mittlerweile tauchen Leute von Amazon auf, es tauchen Leute von Microsoft auf. Vor 5, 6 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. So, hier nochmal kurz, wer ist das Core-Team? Was machen die? Eben Release-Daten setzen, Streit schlichten, formale Sachen, die Community selber betreffen. Postgres wäre nicht Postgres, das war ja heute Morgen auch ein Thema bei dem SBB-Talk, Transparenz. In Postgres ist alles transparent, sprich, wenn ihr wissen wollt, wer ist denn momentan Mitglied vom Core-Team, auf die Webseite gehen, das sind die alle gelistet. Es gibt dort noch eine Regel, nie mehr als 2 von einer Firma, um eben zu verhindern, dass eine Firma zu viel Einfluss kriegt. Und das Gleiche gibt es dann für die Contributors, also die Features, Source Code, was auch immer beisteuern, auch die sind alle öffentlich gelistet mit Firma auf der Webseite. Könnt ihr alles nachlesen, zu jeder Zeit. So, Frage an euch, wem gehört Postgres? Wer hat aufgepasst? Keiner? Der Community. Keine Firma, Community. Für mich ist es ein bisschen ähnlich wie der Linux-Kernel, also nicht die Distribution drumherum, sondern wie der reine Kernel. Es ist ein reines Community-Projekt. So, jetzt kommen immer die Fragen. Wenn das ein Community-Projekt ist, speziell wenn man aus der proprietären Welt kommt, wie zertifizieren Sie zum Beispiel Betriebssysteme? Also eine Oracle oder eine IBM, die geht da immer hin und sagt, okay, ist zertifiziert auf Red Hat 7, ist zertifiziert auf SUSE, was weiß ich was. Wie macht das die Community?
Wie machen Sie das mit den Bugs? Wo wird das getrackt? Wie reagieren Sie drauf? Was ist mit Source-Code-Kontrolle? Wie läuft denn das? Habe ich teilweise schon angesprochen mit den Committern. Wie funktioniert das mit den Entscheidungen? Und was mache ich, wenn ich Security-Probleme habe? Also ich habe irgendein Sicherheitsloch, was gestopft werden muss. Wie mache ich das, wenn es eine Community ist? Um das mal zu verdeutlichen, fangen wir jetzt mal von der anderen Seite an. Was brauche ich, wenn ich mit einem kommerziellen Softwarehersteller arbeiten möchte? Zum Beispiel, ich brauche den Vertrag. Ich möchte Support haben. Was brauche ich noch? Support-Personen, Ansprechpartner. Okay, die stehen hinter dem Vertrag im Normalfall. Irgendein Support-Portal. Also Ansprechpartner in dem Fall, wo ich meinen Service-Request, wie auch immer das heißt, loggen, erfassen kann. Vielleicht eine Subscription, sprich Red Hat, SUSE, das sind kommerzielle Hersteller oder Vendor. Wie komme ich an die Patches ran? Auch das läuft normalerweise über ein Support-Portal oder wie auch immer das gehandelt wird, aber ich muss Zugang haben zu jeder Zeit. Sehr, sehr viel Geduld. Leider auch immer. Also Support-Requests, Loggen, das braucht sehr, sehr viel Geduld. Und natürlich brauche ich Geld. Geld spielt immer eine Rolle. Das ist kommerzielle Welt. So, wie läuft das bei Postgres? Was brauche ich bei Postgres? Jeder von euch hat es, ich garantiere es. Ja, okay, das ist... Das ist heute ein Menschenrecht, oder? Was brauche ich? Eine E-Mail-Adresse. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche einfach nur eine E-Mail-Adresse. Hat irgendjemand hier im Raum keine E-Mail-Adresse? Also könnt ihr alle mitmachen. Weil in Postgres läuft alles über Mail. Das mag jetzt ein bisschen archaisch wirken, es ist aber sehr, sehr effektiv. Es kann auch langwierig sein, weil viele Diskussionen entstehen. Aber wenn man mitmachen will an Postgres, oder allein schon, wenn man nur wissen will, was los ist, muss man über Mailinglisten gehen. Es geht nicht anders. Keine Chance. Auch die sind natürlich alle gelistet auf der Webseite. Da gibt es zu jedem Thema gibt's eine. Die zum Starten ist sicher die hier, die General. Da werden allgemeine Fragen behandelt. Also wenn ihr anfangt mit Postgres, ich weiß nicht, die Installation klappt nicht und ihr wisst nicht warum, das ist die Adresse, wo es losgeht. Dann gibt es natürlich eine für Performance, es gibt eine für Security, es gibt eine für Bugs, es gibt deutschsprachige, englischsprachige, spanische, italienische, was auch immer. Aber das müsst ihr einfach wissen. Also wenn ihr verlernt habt, E-Mails zu schreiben, seid ihr verloren. Das muss einfach sein, geht nicht anders. Tobias hat schon angesprochen vorher, sprich auch neue Features oder Bugfixes werden in E-Mails beschrieben. Also wenn ich jetzt irgendein Feature reinbringen will in Postgres, muss ich eine Mail schreiben, das ist die sogenannte Hackers-Mailingliste, die hier. Da läuft die Entwicklung drüber. Liebe Community, ich möchte gern Feature A, B, C implementieren und ich habe mir überlegt, das so und so zu machen. Und dann geht's los. Dann wird diskutiert. Wenn ihr mal einen Eindruck davon bekommen wollt, was das für eine Diskussion lostreten kann, schaut ihr mal, es wird gerade aktuell diskutiert, Transparent Data Encryption in Postgres. Das sind mittlerweile, glaube ich, mehrere hundert Seiten E-Mails, die ihr da durchlesen müsst. Aber so funktioniert es halt. Ohne Diskussion werdet ihr im Postgres nicht zum Ziel kommen. Und nur, wenn die Mehrheit sagt, jawohl, wir wollen das, kommt es rein. Und wenn die Mehrheit sagt, nein, das ist auch der Grund, warum es noch kein Transparent Data Encryption gibt im Postgres, kommt es halt nicht rein. Also es ist wirklich ein Diskussionsprozess. Anders habt ihr keine Chance. Das kann mühsam sein, das kann aufwendig sein. Es muss sein. Geht nicht anders. So, mal angenommen, ich habe jetzt ein tolles Feature, habe das beschrieben in der Mail und dann ist man sich einig, jawohl, wir probieren mal dran zu arbeiten. Wie wird das organisiert? Jetzt habe ich ja vorher gesagt, Roadmap ist so eine Sache mit Postgres, das gibt es nicht. Was es aber gibt, ist das sogenannte oder die sogenannten Commit-Fests. Ist ein bisschen größer. Oder auch nicht. So,
Kann man das lesen? So, Commit-Fests sind in Scrum, würde man sagen, Sprints. Die gehen aber ein bisschen länger als Sprints. Wo neue Features, Bugs, Security-Fixes getrackt werden. Wenn man sich das aktuelle jetzt mal anschaut, dann hat es hier diverse Kategorien, zum Beispiel Bugfixes, zum Beispiel Clients, auch Kommentare, also Kommentare im Source Code werden so getrackt, Dokumentation, Performance und so weiter. Was ihr hier auch seht, es hat immer jemanden, der an dem Feature oder was auch immer es ist, arbeitet und es hat immer hier einen Committer. Das sind im Normalfall nicht die gleichen Leute. Und es hat auch immer zwingend Reviewer. Was man hier auch sieht, wenn ich jetzt mal ein so ein Ding anschaue, also wenn ihr jetzt zum Beispiel wissen wollt, was in Postgres 13 vielleicht kommt, könnt ihr da reinschauen. In das momentane Commit-Fest. Was man hier eben auch sieht, alles startet mit einer E-Mail. Da sind wir wieder beim gleichen Thema. So ging es los. Hallo, bla bla bla, ich möchte das und das tun. Und dann geht die Diskussion los. Also kann ich für jedes einzelne Feature, für jeden einzelnen Bugfix, für jedes einzelne was auch immer, Änderung an der Dokumentation, zurück bis Version 6, glaube ich, zurückverfolgen im Internet, für alle transparent und öffentlich, wie kam es zu dem Feature. Auch der Patch selber hängt hier dran, also der reine C-Code. Oder wenn es Dokumentation ist, halt SGML oder was auch immer. Und kann nachlesen, warum wurde es abgelehnt, wie wurde es entwickelt, wer hat dazu beigetragen, wer hat es reviewed, wer hat es committed. Völlige Transparenz. Kann alles nachschauen. Und deswegen auch, das E-Mail-System scheint archaisch, aber es dokumentiert halt auch alles. Also jede Antwort wird dokumentiert. Fragen dazu? Du hast ja schon gesagt, es wird dann entschieden. Ja. Und die Mailing-List sind ja public. Wie wird denn entschieden? Wer entscheidet? Und wie? Im Prinzip entscheiden es die Entwickler. Die Entscheidung heißt entweder plus 1 oder minus 1. Nein, der Committer ist nur berechtigt, das irgendwas zu committen. Entwickler kann theoretisch jeder sein. Also ich kann auch plus 1 machen in so einer Mailing. Kannst du auch machen, ja. Es war gerade letzte, vor 2 Wochen haben sie diskutiert, ob sie in PSQL, das ist der Client, den Transaktionsstatus per Default-mäßig zeigen sollen. Was haben sie gemacht? Sie waren sich selber nicht einig, dann haben sie an die General-Mailing-Liste geschrieben, wo jeder drin ist. Was haltet denn ihr davon? Und dann gab es plus 1, plus 1, plus 1, minus 1, minus 1, minus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Und am Schluss wurde gezählt, 50 gegen 20, okay, kommt rein. Und wie weiß man, wann Schluss ist? Gibt es eine Deadline? Oder nein, oder? Nein, es gibt keine Deadline. Also in dem speziellen Fall haben sie reingeschrieben, sie warten 2 Wochen und dann wird gezählt. Und sonst ist die Deadline einfach, wenn sich die Mehrheit einig ist, dass es Sinn macht. Das kannst du so sehen, wenn du ein Tyrann bist, ja, kannst du das so sehen. Aber die Mehrheit ergibt sich durch die Diskussion. Okay. Ich nehme mal auf, weil selbst wenn man, sage ich mal, auf eigene Faust ein Patch macht, wird es jetzt nicht einfach eingemerkt. Nein, da hast du keine Chance. Deswegen gibt es ja auch den Committer, das darf nicht jeder. Was du natürlich immer tun kannst, du kannst einen eigenen Patch schreiben, du klonst dir den Source Code und machst dein eigenes Postgres. Wenn du es dann unbedingt haben möchtest. Haben ja auch diverse schon gemacht. Schwierig. Also sagt jemand Pivotal was? Die haben so ein MPP, also Massive Parallel Processing, basierend auf Postgres gemacht. Da fließen jetzt teilweise wieder Sachen zurück. Was dort immer das Problem ist, ist das Copyright. Oder zum Problem werden kann. Also wenn das Copyright von dem Feature bei der Pivotal liegt, wirst du es nicht in Postgres reinkriegen. Das verträgt sich nicht mit der Lizenz. Das ist das Hauptproblem. Okay? Sonst noch Fragen? Also die Reviews passieren auch über Mails und Diskussionen. Okay. Aber zum Beispiel
Beispiel, wenn du sagst, es gibt Probleme mit dem Copyright oder auch vielleicht mit dem geistigen Eigentum, gibt es da in dem Prozess irgendwo einen Schritt, wo gesagt wird, jetzt, wenn es wirklich auf den Master oder ins Master Repository übernommen wird, guck nochmal einen Anwalt in bestimmten Fällen drüber bei größeren Contributions, das ist nicht der rechte Dritter dann installiert. Habe ich selber noch nie gesehen. Ich weiß, es wird diskutiert, eben wenn Features übernommen werden sollen oder zurückfließen aus anderen Projekten, aber ansonsten wird es eher das neu entwickelt. Es gibt, glaube ich, wenn man auf der Liste, den Mailinglisten schaut, schon Disclaimer. Wenn man an Mailinglisten-Diskussionen teilnimmt, muss man sich bereit erklären, dass alles, was man sagt, archiviert wird, dass es öffentlich ist, dass es keine rechte Dritte verletzt und so weiter. Und das betrifft eben auch die Praxis, die über die Listen verteilt werden. Also letztendlich versucht man dort die Verantwortung auch an die einzelnen Mitglieder einwenden zu geben. Vielleicht ganz kurz noch zu den Reviewern, wenn du ins Git reinschaust. Also auch das ist eine Commit-Message von Git, die immer sehr, sehr ausführlich sind. Auch dort hast du unten immer drin, wer hat es gereviewt und wer hat es committed. Also du hast nicht nur im Commit fest, du hast auch im Git selber, ist es dann festgehalten. Okay? So, dann kommen wir noch zu der Frage mit den Betriebssystemen. Ich habe gesagt, Community Postgres kann ja nicht zertifizieren, also wie das die Großen machen. Auch dort, typisch Postgres, was gibt es? Es gibt die sogenannte Bildform, auch die ist für jeden erreichbar. So, was habe ich da? Dort habe ich für jeden Git-Branch, also Head ist der aktuelle Entwicklungszweig, und dann habe ich das für jede momentan supportete Version, also hier zum Beispiel für Postgres 12 und dann geht es rückwärts 11, 10, alles was halt momentan noch im Support ist. Habe ich diverse Hosts, ihr seht hier zum Beispiel ein SUSE Linux Enterprise, ein Debian, für die Apple-Liebhaber ein OS X, ein Ubuntu, da findet ihr den Raspberry, da findet ihr irgendwelche Itanium-Sachen, da findet ihr HP Unixe, da findet ihr AIXe, was auch immer. Was ihr hier seht, die ganze Regression-Test-Suite läuft gegen all diese Hosts. Also es wird nicht zertifiziert, aber es wird permanent getestet. Sprich, springt hier irgendwas auf Rot, heißt es, hey du Committer oder du Entwickler, schau dir das bitte an. Das Wunderschöne an diesem Ding ist, ihr könnt euch diesen Client auch runterladen, auf eure abstruse Konfiguration, wenn ihr sowas habt, drauf machen und dann taucht ihr hier auf. Also wenn ihr jetzt euer eigenes Linux zusammenbaut irgendwie und ihr seid euch nicht sicher, ob das alles funktioniert, knallt das Ding drauf, das ist einfach Perl, mehr ist das nicht. Und dann rapportiert ihr dorthin und dann wird sich die Community oder die Entwickler auch drum kümmern, wenn es jetzt nicht was völlig Hirnrissiges ist, dass es grün bleibt. Ja. Woher weiß ich, dass mein Feature auch Regression getestet wird, also wird das sichergestellt im Entwicklungsprozess, ja, dass ja. Zu jedem Patch oder zu jedem Commit auch ein Test ja. existiert? Kein Commit ohne Test. Und Dokumentation. Ja. Kriegst du nicht rein. Ohne Test kriegst du nicht rein. Okay. Schade. Ja? Was auch ein Vorteil von dem hier ist, wenn man es jetzt vergleicht mit Oracle oder IBM, dadurch, dass sie so viele verschiedene Betriebssysteme testen, haben sie auch sehr, sehr viele verschiedene Compiler. Also auf Linux ist es meistens der GCC, ich weiß nicht, was AIX und sonst alles hat. Das heißt, sie stoßen relativ früh auf irgendwelche Bugs, was man sonst vielleicht gar nie oder relativ spät erst merken würde. Das ist die sogenannte Bildform. Auch hier transparent, für jeden zugänglich im Internet. Könnt ihr euch alles anschauen. Das da hinten sind übrigens die Optionen. Also mit SSL, ohne SSL, mit LDAP, ohne LDAP, mit Perl, ohne Perl und so weiter. Okay. Fragen dazu? Gut, um es kurz zusammenzufassen. Neue Features kommen wie rein? E-Mail und Commitfest. Patches kommen wie rein? E-Mail und Commitfests. Bugtracking? E-Mail, es gibt keinen Bugtracker. Das ist übrigens ein häufiger Kritikpunkt, aber sie wollen es schlichtweg nicht. Zumindest momentan noch nicht. Es gab noch keinen Vorschlag, der
besser bewähren würde als die E-Mail. Genau, so kann man es auch sagen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch der genau. Entscheidungsprozess passiert wie? E-Mail nachvollziehbar. Versionskontrolle. Git. Auch das übrigens kann jeder drauf. Git.postgresql.org, da werdet ihr nicht nur Postgres selber finden, sondern auch die ganzen Projekte drumherum. Zum Beispiel die Postgres-Webseite selber ist auch Open Source. Auch die könnt ihr dort runterladen. Testen gegen Betriebssysteme, habt ihr gerade gehört. Bildfarm. Das ist das, was ihr grob wissen müsst, wenn ihr mit Postgres anfangen wollt. Vielleicht ist nicht gerade Source Code und Commit-Fests. Wichtig ist einfach E-Mail, 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 Diskussion. E-Mail. Geht nicht ohne. Das war zu Bildformation, wenn ich jetzt irgendein exotisches System habe, dann läuft das bei mir, ja. Das ist die Regression-Testung mit Bildports einfach. Also die Regression-Tests kannst du eh machen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist Postgres Source Code. Wenn ich jetzt hier, also angenommen, ich habe es schon durchkompiliert, wenn ich das mache, läuft die Regression-Test-Suite. Dann wird aber nichts hochrapportiert an die Bildfarm. Wenn du das möchtest, musst du den Bildfarm-Client runterladen und der rapportiert es dann hoch. Ja? Und wenn es auf meinem System irgendwas kaputt geht, was irgendein anderer Entwickler gemacht hat, dann hat er gar keinen Zugang zu meinem System, sondern ich bin das zu debuggen. Ja, also ich meine, du musst halt schon mithelfen. Also du kannst nicht erwarten, dass der jetzt auf dein System einloggt. Was du aber hier schon hast, ich weiß nicht, habe ich jetzt hier irgendwo einen roten? Also du hast hier schon so eine Art Stack Trace, ne? Was dann passiert ist. Das wird dann schon hoch kommuniziert. Aber du solltest ja dann auch selber ein Interesse daran haben, dass es gefixt wird und trittst dann hoffentlich per E-Mail mit den Entwicklern oder mit der Mailingliste am besten. Nicht direkt mit dem Entwickler, sondern mit der Mailingliste in Kontakt. Gut. Haben alle verstanden, wie es funktioniert? So, wo kann ich es laufen lassen? Ihr habt es vielleicht schon gesehen auf der Bildfarm. Es läuft auf ziemlich allen aktuellen Linux-Distributionen. Ihr könnt es, wenn ihr denn unbedingt wollt, auch auf Windows machen. Wobei es immer heißt, wenn ihr es langsam haben wollt, dann macht es auf Windows. Natürlich läuft es auf allen BSD-Derivaten. Es läuft auf OS X, Apple-Zeugs, Solaris, AX, HP Unix, also wo ihr wollt. Das meiste wird, also es läuft noch relativ viel auf BSD, hat mich auch überrascht. Und sonst, das meiste ist Linux. Aber ihr könnt auch die anderen Sachen verwenden. Was ihr natürlich auch machen könnt, klar, könnt ihr es bei Amazon als Service beziehen, ihr könnt es auch selber machen, ihr könnt es bei Microsoft als Service beziehen, ihr könnt es bei Google als Service beziehen. Heroku ist so eine Postgres-Only-Cloud für Entwickler. Ist einfach, geht es natürlich auch in der Cloud, wenn ihr denn möchtet. Übrigens war lang ein großer Kritikpunkt an Amazon, dass sie zwar profitieren vom Postgres-Prozess, weil es nichts kostet, aber nie was zurückkommt. Das fängt sich langsam an zu ändern. Man sieht ab und zu Leute von Amazon jetzt auf den Mailinglisten, die auch wieder was zurückbringen. Zumindest das, was Patches betrifft. Gut, ein paar Firmen, die es schon lang einsetzen, weil der Postgres leider immer noch das Image hat, ja, für kleine Sachen ist wohl gut, für große lieber nicht. Das stimmt so nicht. Zalando. Wir haben ja Frauen im Raum hier, Schuhe und so. Die setzen schon lang drauf, machen unter anderem auch Patroni, das ist so eine High Availability Suite für Postgres. Das ist die internationale Raumstation. Sehr spannend war das da. Die haben, kennt das jemand? Das ist im Prinzip das russische Google, sprich Suchmaschine, Kartenservice, Mail. Die haben 2017, glaube ich, haben sie vorgestellt, wie sie 300 Terabyte Meta-Mail-Daten migriert haben, von Oracle nach Postgres. TripAdvisor und so. Skype war übrigens immer Postgres, bis es Microsoft gekauft hat. Ich weiß nicht, wie es heute ist. OpenStreetMap, also das kann schon mit großen Daten umgehen. Das ist kein Problem mehr. So, Frage, warum der Elefant? Heiko, du bist ruhig, bitte. Ursprung, genau. Auch Ursprung, eine E-Mail
Elefanten sagt man ja nach, dass sie nichts vergessen. Das sollte eine Datenbank ja tunlichst auch nicht tun. Daher kommt das Logo. In der Open-Source-Welt sind ja Tiere eh sehr verbreitet. Postgres ist es halt der Elefant. Und ich finde, das sieht auch nett aus. Ja. Gut, das war mal so, wie funktioniert das Postgres, die Postgres-Community, wie wird entwickelt, wie wird getestet, wie kann ich teilhaben. Das nächste Kapitel ist jetzt kurz, ein paar rausgepickte Enterprise-Features. Ich meine, da gibt es tausende, aber ich habe mal die genommen, wo ich denke, dass die vielleicht für euch am interessantesten sind. Hat das schon mal jemand gehört? Kann es jemand erklären? Sollte jede vernünftige Datenbank implementieren, nennt sich ACID. Atomicity heißt, entweder meine Arbeit geht durch oder sie ist nie passiert. Alles oder nichts. Sprich, wenn ich committe, ist das Ding sicher. Wenn ich nicht committe, ist es halt weg. Bei Crash. Komplett weg. Ja, komplett weg. Komplett. Ja. Wie wenn es nie stattgefunden hätte. Consistency. Hier steht Only Valid Data is Saved, sprich die Datenbank ist immer in einem konsistenten Zustand. Dann haben wir die Isolation, sprich eine Transaktion darf die andere nicht behindern, die laufen isoliert voneinander, sonst würden ja komische Sichtweisen entstehen. Und am Schluss noch die Durability, sprich geschriebene, committed Daten sind nie verloren. Postgres ist natürlich voll ACID compliant, wie in Oracle auch, wie im SQL Server auch, bei MySQL bin ich mir nicht sicher. Postgres ist es. Im SQL-Standard gibt es vier sogenannte Isolation Levels. Das ist schon mal gehört. Da geht es auf die Sicht, um die Sicht auf die Daten. Wann darf ich was sehen? Der Default in Postgres ist Read Committed, wie in Oracle auch. Was Postgres nicht implementiert, ist Read Uncommitted. Macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Dann würdet ihr Schrott sehen. Den könnt ihr wohl setzen, dann landet ihr aber auf Read Committed und die anderen zwei sind noch Repeatable Read und Serializable. Ich gehe jetzt da nicht in die Details, ihr müsst einfach wissen, Postgres implementiert drei von den vier und das sind noch die drei, die es normalerweise braucht. Natürlich kann ich Postgres backuppen und restoren, ich kann auch Point-in-Time-Recovery machen. Natürlich muss ich die Datenbank zum Backuppen nicht runterfahren. Der wichtige Teil ist der hier, in Oracle heißt das Redo. In Postgres heißt das Write Ahead Log, sprich jede Änderung, die ihr committet, wird natürlich runtergeschrieben auf die Disk. Und mit diesen Write Ahead Logs und einem sogenannten Level 0 oder Base Backup könnt ihr dann vorwärts, rückwärts rollen, wie ihr wollt. Ist natürlich mit Postgres möglich. Hier ein kleines Bildchen, wie das gehen würde. Es gibt verschiedene Methoden, das zu tun. Die populärste ist wohl das PG Base Backup. Das ist einfach ein Tool, was Postgres mitbringt, wo ich ein sogenanntes Level 0 Backup machen kann. Und da obendrauf brauche ich dann halt die archivierten Write-Ahead-Logs, wo ich dann vorwärts rollen kann. Was es auch gibt, was keine andere Datenbank hat, soweit ich weiß, ist ein Utility, das nennt sich PG-Receive-Wall. Das benutzt das sogenannte Streaming-Replication-Protokoll. Da kann ich auf irgendeinem anderen Host, kann ich das starten, connecte gegen meine Postgres-Datenbank und jede Änderung, die stattfindet, die committed wird, wird rüber gestreamt. Also solange ich Netz habe, habe ich garantiert null Datenverlust. Was man jetzt wissen muss, ist, dieser Teil hier, den bringt Postgres nicht mit. Also Postgres hat keinen Backup-Katalog, wie man das vielleicht von Oracle, von Armin kennt. Das gibt es nicht. Sprich, es braucht Tools drumherum. Ich kann das wohl alles selber skripten, tut das bitte nicht. Das haben andere schon lange gemacht. Hier sind mal drei Beispiele. Populär ist der Barman, der die Backups verwaltet und die Restore. BG Backrest wird immer populärer und BG Pro Backup, das wäre der Oleg, das sind die Russen, auch die haben ein eigenes Tool, was euch da unterstützt. Also wenn ihr Backup und Restore machen wollt, was ihr tun solltet, schaut euch die Tools an, sonst müsst ihr alles von Hand machen. Das ist typisch Postgres, die Infrastruktur ist da, aber es fehlt ein bisschen Tooling drumherum. So, jetzt habe ich ACID. Sprich, ich habe eine vernünftige Datenbank, ich kann Backup und Restoren. Was brauche ich denn noch? Jetzt kommt dann immer die Frage, High Availability. Was kann ich tun mit Postgres? Ich kann sogenannte Hot Standbys bauen.
Sprich, wenn ich meinen Master habe, der ist lesend und schreibend geöffnet, streamt er meine Änderungen auf ein sogenanntes Replika, das ich lesend geöffnet haben kann. Also ich könnte zum Beispiel Reporting-Funktionalitäten vom Master wegnehmen und gegen den Slave laufen lassen, um den Master zu entlasten. Den kann ich zum Beispiel auch eine Stunde hinterherlaufen lassen, wenn ich das möchte. Hier steht jetzt synchron. Das Ganze kann ich aber auch asynchron machen und ich kann das Ganze auch kaskadierend machen. Sprich, der Slave oder das Replika hier streamt selber dann wieder auf ein anderes Replika. Also ich könnte so einen Ring um die Erde bauen, wenn ich dann möchte. Bei Synchron muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil wenn man nur eine hat, Synchron, und die Verbindung ist weg, was passiert? Der Master bleibt stehen, weil er es nicht mehr garantieren kann. So, und das kann ich dann beliebig erweitern und ich kann es beliebig kombinieren. Gleiches Thema hier aber wieder, ja, da ist noch eine. Das ist Community Postgres. Das kann ich alles mit Community Postgres machen. Was Community Postgres nicht mitbringt, wenn der da ausfällt, möchte ich ja, dass einer von den anderen übernimmt. Auch das kann ich wieder alles manuell skripten, wenn ich möchte. Aber auch hier die Empfehlung, benutzt irgendwelche vorhandenen Tools. Auch hier gibt es wieder diverse, sehr, sehr beliebtes Patroni, das kommt von der Zalando, der zum Beispiel sicherstellt, dass ich nie zwei Master habe, der automatisch Failover wird, der auch kontrolliert Switchovern kann. Also wenn ich irgendwie auf dem Masters OS patchen will oder was auch immer, kann ich das mit Patroni alles machen. Es gibt von der Second Quadrant gibt es den Red Manager und es gibt noch diverse andere. Der hier ist ganz interessant, weil der kann auch Load Balancing machen. Sprich, er versteht den PostgreSQL-Dialekt und er weiß, ob was lesend oder schreibend reinkommt. Wenn es schreibend reinkommt, landet es auf dem Master. Wenn es lesend reinkommt, verteilt er das über alle Replikas. Also, ist mal mit, also ausgenommen von pgpool, der versteht ein bisschen was von Postgres, die da kümmern sich einfach nur um den Failover und den Switchover. Hier? Das ist, nee, das ist einfach Built-in, das kommt mit. Da gibt es keine Queues. Im Prinzip sagst du dem hier nur, du bist ein Standby und das ist dein Master und das war's. Den Rest macht er selber. Also ich meine, das ist auch immer typisch Postgres. Wenn du so ein Konstrukt aufbauen willst mit Oracle, bist du eine Woche beschäftigt. Im Postgres hast du das in 20 Minuten. Locker. Also ohne Failover, Switchover. Einfach nur das, dass das läuft, das geht relativ schnell. Sie probieren es wirklich einfach zu machen für die Community. Gut, was es auch noch gibt, das war jetzt physische Replikation, sprich auf Blockebene. Es gibt auch logische. Also ich kann es unendlich komplex machen, ich könnte es da noch logische dranhängen. Wann ist logisch sinnvoll? Kann sinnvoll sein, wenn das Postgres 10 ist und das 11. Könnte ich logisch replizieren und zum Tag X schwenke ich meine Applikation von da nach da und habe fast keine Downtime. Oder es könnte interessant sein für Data Warehouse-Anwendungen, wenn ich nur ein Subset von meinen Tabellen irgendwo anders hin replizieren will. Dann mache ich das mit logischer Replikation. Physisch ist immer die ganze Instanz, logisch kann ich bis auf die Tabelle runter. Aber da werden im Prinzip die Operationen extrahiert, also Insert, Update, Delete und werden auf der anderen Seite wieder nachgefragt. Und alles kombinierbar. Auch hier, der hier selber, könnte jetzt wieder logisch irgendwo anders hin replizieren. Auch das geht. Noch einer. So, eben, kann beliebig komplex werden. So, mein Liebling kommt aber aus dem SQL-Standard. Irgendeine Idee, was das heißen könnte? MED? Management of External Data. Wird oft unterschätzt, finde ich, das Feature. Man liest doch gar nicht so viel drüber, aber es ist sehr, sehr mächtig. Wie gesagt, wurde definiert im SQL-Standard, ist nichts, was die Community erfunden hat, ist jetzt einfach nachentwickelt. Das zeige ich gleich noch. Also was es in Postgres heute gibt, sind sogenannte Foreign Data Wrapper. Foreign Data Wrapper ermöglichen mir, an Fremdsysteme anzudocken. Und das Schöne daran ist, ich kann das über SQL tun. Oder ich kann es nur über SQL tun. Sprich, ich kann mein Postgres an den SQL-Server anknüpfen.
Man kann dann in Postgres über SQL die Daten von SQL Server lesen und je nach Foreign Data Wrapper auch wieder zurückschreiben. Das geht aber nicht nur für die üblichen Verdächtigen, wie die hier, sondern das geht noch viel weiter. Twitter, Facebook, Cassandra, DouchDB, was auch immer. All diese Fremdsysteme kann ich ansprechen. Wie das gemacht wird? Das, also den Foreign Data Wrapper selber, diesen hier, den musst du dir installieren. Also Postgres bringt wieder das Framework mit, aber die Implementation vom Foreign Data Wrapper, die ist dir selber überlassen. Also die gibt es alle. Und wenn du jetzt hier hingehst. Genau. Findet im Foreign Data Wrapper statt. Wenn du jetzt da mal hingehst. Schaust da mal rein, da gibt es diverse. Aber wichtig ist einfach, das wird nicht von der Community selber gemanagt, das macht halt dann irgendjemand. Und da findest du für alle möglichen Anwendungsfälle, findest du Foreign Data Wrapper. Das Schöne ist wirklich, du kannst dann per SQL, du musst nichts Neues lernen, auf diese Daten zugreifen. Hängt vom Client-Driver ab, also bei Oracle zum Beispiel brauchst du halt die Oracle-Libraries, damit er die ansprechen kann, die C-Libraries. Das hängt von deinem Netz ab, das hängt davon ab, wie viele Daten du saugst oder zurückschreibst, das muss austesten. Oracle habe ich schon verwendet, das funktioniert relativ gut. Also wenn du nur Daten migrieren willst, kannst du das durchaus tun. Das Problem ist, sobald du Business-Logik in der Datenbank hast. Die kannst du natürlich nicht eins zu eins übernehmen und das kannst du auch nicht über einen Foreign Data Wrapper machen. Der kümmert sich nur um die Daten. Gut, aber das macht natürlich Postgres perfekt als Datenintegrationsplattform. Ich ziehe mir einfach alles, was ich möchte und verarbeite das dann in Postgres. Jetzt muss ich das nochmal durchspielen. So. Partitionierung hat lange gedauert, bis es kam. Kam in Postgres 10, also zumindest deklarative Partitionierung. Vorher hat man das über Tabellenvererbung gemacht, jetzt ist das da. Und jetzt mit Postgres 12 kann man auch fast alles machen. Ich kann partitionieren nach Range, nach List und nach Hash. Also Partitionierung ist klar, was das ist. Eine Tabelle aufspalten in logische kleinere Einheiten, damit ich weniger lesen muss. Ich kann subpartitionieren, also ich kann eine Partition selber wieder partitionieren. Auch das ist alles möglich. Das Einzige, was es nicht gibt, ist, wenn man von der Oracle-Welt kommt, es gibt keine globalen Indexe. Also Indexe sind immer auf Partitionsebene. Aber auch da, speziell wenn die Daten groß werden, braucht es das. Was viel aus Russland kam, Volltextsuche, ist drin, kommt automatisch mit. Da gibt es so komische Konstrukte wie TS-Query und TuTS-Query und TS-Vector und was weiß ich was alles, wo ich dann über einen Volltext gehen kann und zum Beispiel fragen, wie weit ist das eine Wort vom anderen entfernt? Gib mir bitte alle Zeilen von dem Buch, wo dieser Satz vorkommt. Das kann ich auch alles indizieren. Kommt dann gleich noch. Auch das kommt einfach mal so mit. Alles da. Wahnsinnig viele Datentypen. Speziell wenn man es mit Oracle vergleicht. Ich kenne halt nur Oracle, die anderen kenne ich nicht. Gibt es wahnsinnig viel. Es gibt so die Standardsachen wie Text und Charakter. Es gibt aber auch, wenn es ins Geografische reingeht, wenn man mit irgendwelchen Karten arbeiten will, Boxen, Linien, was weiß ich was alles. Es gibt den Boolean-Datentyp, also ich kann eine Spalte definieren als Boolean, das geht in Oracle auch nicht. Ich habe die ganzen numerischen, irgendwelche Netzwerkadressen kann ich als Datentyp ablegen. Natürlich alles, was Datum, Zeit, Zeitstempel betrifft, ist alles da. Ich habe sogenannte Range-Datentypen, die habe ich noch gar nirgends anders gesehen als in Postgres, wo ich in einem Datentyp an zum Beispiel einen Zeitbereich abdecken kann, von bis. Sehr interessant für Buchungssysteme. In anderen Systemen muss ich mal zwei Spalten machen, Startdatum, Enddatum, irgendwas. Das kann ich in Postgres in einem Datentyp machen. Es gibt sogar einen Datentyp für Geld, XML, natürlich gibt es Arrays. Alles Mögliche. Also ich habe eine riesige Auswahl an Datentypen, also speziell ist für die Entwickler,
unter euch interessant, die euch das Leben wirklich, wirklich einfach machen im Vergleich zu anderen Datenbanken. Kommt. JSON. JSON ist aber da. Ja. Okay. JSON muss man einfach wissen, der hier ist textbasiert, daher relativ langsam. Seit Postgres 9.3, 9.4, glaube ich, gibt es den JSONB. B steht für Binary, der halt schneller ist und wo ich auch mehr Operatoren und Funktionen drauf habe. Also gerade bei denen hier ist, da kann ich ja NoSQL-Sachen machen in Postgres, ich verliere aber das ACID nicht. Also was eine Mongo zum Beispiel nicht garantieren kann, das ganze ACID-Modell, oder auch ein Cassandra nicht kann, kann Postgres dann trotzdem garantieren, also ich kann mischen zwischen NoSQL-Daten und relationalen Daten und verliere aber die ganzen Vorteile nicht. Ja. Nachteil ist halt, ich kann es halt nicht so einfach clustern über mehrere Knoten, wie jetzt eine Mongo das kann. Wie viele Indextypen gibt es in Postgres? Community Postgres. 20. Das ist ein bisschen arg viel. 7. Es gibt natürlich den B-Tree, den kennt ihr aus den anderen Datenbanken. Hash kennt ihr vielleicht auch noch aus den anderen Datenbanken. Gin kennt ihr garantiert nicht aus anderen Datenbanken. Generalized, Inverted, was weiß ich was. Und der GIST, die sind vor allem dann interessant, wenn ihr eben JSON-Dokumente, wenn ihr Arrays, wenn ihr irgendwelche Geodatentypen, wenn ihr die indexieren wollt, dann braucht ihr diese Indextypen. Das Lustige bei diesen Indextypen ist, die wissen eigentlich gar nicht, was sie tun sollen, bis jemand das drunter implementiert. Also das sind auch wieder wie so Hüllen, wo die Implementation dann dazukommt. Dann gibt es noch den Space Partition GIST, es gibt den BRIN, der ist interessant, wenn ihr riesige Datenmengen habt, das ist ein Block Range Index. Der speichert sich für ein Range von Blöcken, also zum Beispiel Block 1 bis Block 10, habe ich einen Min-Wert und einen Max-Wert und dadurch wird er extrem klein. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr so aufsteigende Zahlen, Kolonnen oder irgendwas habt, Zählermesswerte, so Sachen. Und dann gibt es noch den Bloom, der kommt als Extension mit. Das ist so ein Bitmap, ich habe es noch nicht genau angeschaut. Das soll vor allem dann sinnvoll sein, wenn ihr viele Spalten im Index habt. Also auch hier habt ihr eine wahnsinnige Auswahl an Indexen, die ihr nehmen könnt für eure Anforderungen. Oder ihr schreibt euren eigenen, das könnt ihr auch machen. Gut, auch wichtig in Postgres, oh, jetzt muss ich Gas geben, ist alles transaktional, also auch DDL. Vor allem für Applikationsentwickler interessant. Wenn ihr ein Create-Table macht, macht hinterher irgendwas, was einen Fehler gibt, bricht die Transaktion ab und die Tabelle ist nicht da. Also wenn ihr eure Applikation updaten wollt, Schema, alles oder nichts. Atomicity. Können viele Datenbanken nicht, Postgres geht das. Out of the box. Jetzt muss ich Gas geben. Gut, schon gesagt, Extensions kommen ein paar mit. Bloom wäre eine, da gibt es aber einen Haufen andere, die sind auch alle dokumentiert. Können Datentypen sein, können Indexe sein, können Sprachen sein. Zu Sprachen komme ich jetzt gleich. Hier ist das Extension Network, also wenn ihr schauen wollt, was gibt es noch im Postgres rum an Erweiterung, könnt ihr dort drauf gehen und habt dann je nach Thema, hier wären zum Beispiel auch die Foreign Data Wrapper, Extensions, die ihr herunterladen könnt. Sprachen, also wie kann ich Funktionen, Prozeduren und Trigger in Postgres schreiben? Per Default geht das in PLPGSQL. Wer Oracle kennt, das ist ein bisschen ähnlich wie PLSQL. Per Default würde das aber auch gehen in Perl, Python und Dickl, wenn ihr dann wollt. Und es gibt noch einen Haufen anderer Community-Projekte drumherum. Wer denn unbedingt Java machen möchte in der Datenbank, kann auch das tun. R, statistische Analysen, auch das könnt ihr installieren. Ruby, sehr populär, scheint das PLV8 zu sein, JavaScript, warum auch immer, auch das könnt ihr tun. Was es auch noch gibt, ist Just-in-Time-Compilation. Was macht das? Das ist wichtig bei komplexen Abfragen oder wenn es um Data-Warehouse-Anwendungen gibt. Das übersetzt euch den interpretierbaren SQL-Code in Maschinencode und kann dadurch sehr, sehr viel Geschwindigkeit bringen. Ja? Gut, was gibt es um Community noch drumherum? Ich habe gesagt, Postgres ist erweiterbar, jeder kann damit tun, was er will. Das hat zu ein paar Firmengründungen geführt, unter anderem die Enterprise.db, wenn ihr zum Beispiel von Oracle migrieren wollt, ist aber dann nicht mehr Open Source. Die haben zum Beispiel, das versteht Oracle PLSQL, das könnt ihr leicht migrieren, versteht die Oracle Datentypen, gibt Support. Es gibt zum Beispiel die Citrus Data, die macht Sharding, also sprich Postgres verteilen auf mehreren Knoten, sind gekauft worden von Microsoft letztes Jahr. Also wenn ihr jetzt bei Azure irgendwas Postgres-mäßiges bestellt, sind wahrscheinlich die dahinter.
Es gibt Timescale.db, das ist für Zeitreihen optimierte Anwendungen, ist auch eine Postgres-Extension. Fujitsu hat zum Beispiel eine eigene Postgres-Distribution, wo ihr Support kriegt, wo zum Beispiel transparent Data Encryption dann drin wäre, was es im Community Postgres nicht gibt. Und da gibt es noch etwas relativ Neues, aber sehr interessant, Zombo.db, das kombiniert Elasticsearch mit Postgres. Sprich, Elasticsearch ist noch ein Index in Postgres. Könnt ihr die zwei kombinieren. Und dann gibt es noch Yugabyte, das ist glaube ich der letzte, das ist auch distributed über mehrere Knoten. Gut, dann ganz schnell noch, wie komme ich an Support dran? Jedes Jahr ein Major Release, Support für 5 Jahre, was lachst du? Du hast etwas weggelassen. Was habe ich weggelassen? Ich vermute nicht, darüber nachdenkliche. EDA nicht erwähnt. Nein, aber die mag ich auch nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Das wäre bidirektionale Replikation, also logische Replikation mit Master Master. Aber da müsst ihr eh aufpassen. Also wenn ihr die Applikation nicht unter Kontrolle habt, dann lasst die Finger weg. Gut, Support, 5 Jahre Community Support, jedes Jahr ein Major Release. Sprich, wenn ihr auf 9.4 oder früher seid, solltet ihr langsam mal drüber nachdenken, abzugraden. Wie gibt es Support? Vorher schon mehrfach angesprochen und ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt. E-Mail, ja? Mailinglisten, es gibt natürlich die offizielle Dokumentation. Bitte die zwei Sachen mal durchlesen, damit ihr nicht gleich den Ärger der Community auf euch zieht. Es gibt ein paar Regeln, die sollte man beachten, vor allem wenn es um Performance oder Bugs geht. Sprich, was sollte drinstehen im Mail. Es gibt ein Wiki, planet.postgresql.org ist so ein Blog-Aggregator, auch da könnt ihr mal reinschauen. Und es gibt pgtune, was sich mal so eine Basiskonfiguration erstellt, wenn ihr wirklich keine Ahnung habt von Postgres. Gut, Best Practices mache ich jetzt ganz schnell. Einfach dran denken, speziell wenn ihr von einer anderen Richtung kommt. Postgres ist nicht Oracle, es ist nicht SQL Server, es ist auch nicht irgendwas anderes. Es hat seine eigenen Implementationen, es hat seine eigenen Vokabeln. Beschäftigt euch damit. Probiert nicht das Gleiche, was ihr von Oracle kennt, auf Postgres zu machen. Also beschäftigt euch damit, es funktioniert vielleicht anders. Vielleicht besser, vielleicht schlechter, darum geht es gar nicht. Aber ihr müsst damit zu tun haben und ihr müsst verstehen, was dahinter steht. Auch wenn es relativ einfach installiert ist, was wir öfter sehen bei uns ist, vermeidet gleich am Anfang gravierende Fehler zu machen. Könnt ihr durch eine Schulung machen, könnt ihr durch selber ausprobieren machen, aber fangt nicht einfach an, irgendwas zu entwickeln. Auch Postgres muss man beherrschen, auch wenn es relativ einfach ist. Also seid euch bewusst, was ihr macht. Denkt ans OS, braucht es vielleicht für die 0815-Konfiguration nicht, aber wenn es dann in den Enterprise-Bereich geht, auch da müssen einfach Sachen beachtet werden, sprich wieder Dokumentation lesen, Schulungen, austesten, was auch immer. Entscheidet euch, wie ihr es installieren wollt, ihr könnt es relativ einfach machen und auf die Pakete von der Community zurückgreifen, die gibt es für Red Hat, für CentOS, die gibt es für SUSE, die gibt es für Debian. Ihr könnt vom Source Code installieren. Oder wollt ihr wirklich Postgres im Container machen? Auch das wäre eine Möglichkeit. Schaut euch an, was es für Möglichkeiten gibt und definiert euren Standard. Und dann noch ganz schnell die Zusammenfassung, da bin ich glaube ich fast in der Zeit. Also ihr könnt mit Postgres ziemlich alles machen, also auch große Workloads. Klar, man muss halt darauf achten, wie man es einstellt. Es gibt natürlich Knackpunkte, aber ihr habt auch an den Firmen gesehen, die ich kurz gezeigt habe, das ist mittlerweile kein Problem mehr. Wichtig ist Tooling, also sei es Backup, sei es HA. Schaut euch Tooling drumherum an. Ihr wollt das nicht alles selber skripten. Und das ist auch nicht das Ziel von Community Postgres, das zu bringen. Ihr braucht Tools drumherum. Wie gesagt, Wordings und Feature, beschäftigt euch damit. Es ist vielleicht am Anfang ein Spielzeug, aber irgendwann wird es dann mal kritisch. Es ist erweiterbar. Extensions, Sprachen, was auch immer. Wichtig ist eben Community getrieben. Sprich, keine Marketingorganisationen oder irgendwelche Herstellerinteressen dahinter. Die Entwickler treiben das Ding. Wirklich keine Angst haben, teilzuhaben. Ihr habt alle eine E-Mail-Adresse. Macht mit. Es ist gern gesehen. Es haut euch keiner die Finger ab, auch wenn blöde Fragen kommen. Einfach mitmachen. Konferenzen besuchen, an der Diskussion teilhaben. Und ganz wichtig, Dokumentation lesen. Und testen. Ja, und die ist wirklich gut. Aber ihr müsst es halt tun. Gut, dann wäre ich durch. Wenn Fragen sind, gerne. Ansonsten guten Appetit.